Und herzlich willkommen zurück zu die gewährte Gefechte, Kapitän, der Kapitän, es geht weiter mit den Ladien. Nein, also kann man sagen, etwas neue Aufnahme-Session. Kann sagen, ich habe gestern ein bisschen aufgenommen und ja, wollte mir was angucken hierbei. Okay. So, erstmal fragen, wie Plan ist mal, weil es ist ein Doppel-Akatsuki-Trio. Messerschütze wird zweimal Wally Wostok. Zweimal Wally Wostok ist schon ein bisschen fies. Aber zwei Akatsuki ist nicht schlecht. Mindy Lexi. Sag mal, wenn die Beine, ja, kann man sagen, wenn die Beine halbwegs auf Flugabwehr geskillt sind, hat unsere Lexi schon ein bisschen leichte Probleme. Ich richte euch mal schon ein bisschen B ein. B auf Richtung A. Ah, der will irgendwie die super locken. So. Also die Bildung einmal getroffen. Ach, das ist ein Russenschiff. Das ist ein Kratzer nur. So. Dann ist leider jetzt die Akatsuki jetzt down. Das ist ein bisschen schade. Baltimore, das war nicht so nicht so cool. Ja, wohin die Akatsuki, die ist nicht, nicht das schnellste Schiff. Das ist leider leichter Klacken an dem Kahn. Also anscheinend, dass wir den kompletten Pulk Richtung B fahren will. Okay. Wenn die Scherzmatte echt Julo-mäßig dahin fahren will. Autsch. Schatz, bitte sehr schnell unterwegs. Was? Keine Zita? Okay. Bei diesem kurzen Distanz hätte ich schon wegen seiner Zita erwartet. Festgefahren. Ja, das nutze ich aus. Wenn wir gerne mal dritten Turm benutzen. Und sich Nebel. Die Scheißwette ist doch ganz offen. Was kann denn? Warum schießt du nicht darauf? Ach komm. Keiner hatte. Wollte ich sagen, keiner auf den Kopf geschossen hat. Würde ich gerade schreien. Dann flüchten. Und bald mal tot. Ja, das ist der stärkste Schiff gerade. Und tut sich einfach weg, Jude, noch ein Schild. Shit, wir laufen. Ich hoffe, ich schnell um die Insel noch.
Jo, der haut mir echt nur eine Zitter rein. Der Arsch hat echt von diesem Weg in mir eine Zitter reingedrückt. Bullshit. Aber richtiges Bullshit. Ich hätte überhaupt nichts getroffen. Ja, das nenne ich wieder extreme Unlucky schon wieder. Ja, weil die. War wohl nix. Ja, komisch, weiß ich, schieße auf Türme und das ist gar nichts. Und die schießen mir locker ins in so einen Turm raus. So, schön frontal für ein Schiff hinstellen. Ja, frontal sieht ja schon mal etwas anders aus, Junge. What the fuck, Bismarck, was hast du auf einmal vor? Ja, das war klar. Boah, das ist ein perfekter Augenblick. Ja, alles klar. 13k nur, ohne Zeter. Jo. Was ist das für ein Bullshit auf einmal? Ich hau auf einmal hier keine Zitellen auf einmal. Jo, alles klar. 11k! Sorry, es steht doch überhaupt kein Verhältnis mehr mit dem mit den Bomben von den blöden CVs. Die Runde ist ein bisschen leicht verkackt, würde ich mal sagen. Damage ist überhaupt nicht so richtig rumgekommen, so wirklich. War ja eigentlich ein bisschen schade. Na. Ja. Echt jetzt? Das hätte echt die komplett andere Kurs. Ah, ich hänge mir den Shit genau. Ne, warte ich, um den zu fahren. Techsenkan を発見しました。大きいですね。手砲塔に被弾しました。想定装置に異常が発生しています。 Ja, irgendwie. Sollte es wirklich nicht die Runde werden. Ja. Die Runde sollte es wirklich nicht sein. Bisschen schade. Generische Alexi war viel besser gewesen. Und die Ütland kann ja bitte was machen noch, aber. Weil was er gerade viel zu viel. Ja. Ja, ich glaube, die Runde ist eher verloren. Schade. Ja, ich weiß auch nicht, irgendwie.
Ich habe erzählt, das gefressen wie das gegnerische Team. Ich glaube, das sollte man wirklich nicht gewinnen. Na komm. Spiel ich mal hier Dings die deutschen Träger mal mit geilen AP-Bomben. Naja. Stellen, dass er verloren ist, ein bisschen schade. Aber kann nicht ändern. Wenn es kein Sieg sein sollte, soll es kann nicht sein. Ist eigentlich ein bisschen schade. So, oh, diesmal relativ viele Ziele für meinen Träger, würde ich mal sagen. Weil, Tallinn ist ja so, ja, ist ja möglich, aber irgendwie so wirklich nicht. So. Aber ich frage lieber nach dem Plan. Ja, doch, passt. Ich frage erstmal lieber nach dem Plan, immer. Dann weiß ich, wo mir mein Team helfen können. Ich würde eher die Baltimore mehr im Fokus nehmen. Weil der Vostok, der wird stationär spielen. Ja, mal schauen. Keine Zerstörung fällt. Das heißt, die Kreuzer und Schlachtschiffe müssen unter sich ein bisschen helfen. Tallinn ist stark, finde ich, mit der Flugabwehr. Aber ich habe das schon ein paar Mal gespielt, aber in Gewehrdeckfecht wird das Team überhaupt nicht spielen. Auf Stufe 8 ist es sehr stark, die AP ist sehr gut. Aber der Ritter ist eigentlich ein Krepp. So, Gegner ist ein Kraft Zeppelin, mal gucken. Deutsche Träger gegen deutsche Träger, mal gucken, wie das befreundet wird. Zack, so. Erstmal rüberfliegen, erstmal Lucky Lucky machen. Wo das gegnerische Team hinfällt. Ich denke mal, Radarschiff könnte wahrscheinlich Richtung Ziel fahren, eventuell. Bin schon mal offen. Mugami schon mal, das ist sehr interessant. Sitz schon mal. Punkt. Mal schon die Walli. Tallinn wäre ein Ziel. Weil. Ist ein schwerer Kreuzer. Kannst du Zittern mitnehmen oder nicht? Nimm mir lieber Mugami. Weil Mugami ist ziemlich sehr weich auch. Oder Innenberg. Alter! 4000?! Mit Abgehrigen. Sondern mit einem blöden Zitter. Und das volle Breitzeit. Was da bitte für eine Zitter, bitte? Das war gar nichts. Wir sind ja eine Front, wie ich mal hinfahren. 4000 mit einem Regenanflug. Da habe ich das Schiff eigentlich doppelt durchschlagen oder was ist los? So, A wird schon gekappt. Ich denke mal, die Edinburgh wird wahrscheinlich Nebel und. Die Baltimore wird wahrscheinlich im Nebel stehen und Dings sein, anschmeißen Radar. Also, das war mir schon klar. Alter! Okay, da in der Mitte ist schon mal die Walli Wasser, das ist gut, dann könnte ich mit meinen AP-Bomben arbeiten. So,
Ach, da ist der Ball. Ach, das war Henneberg. Ich dachte, Dings, die Balken mal. Oh, Wally Wasser hat sehr gute Kelle abgekriegt. Problem, okay. Muss ich anfliegen. Oh, ich glaube, Wally Wasser hat ein bisschen so weit nach vorne getraut. Das war gut. So, gehe ich mal rüber. Okay. Ja, dann preach ein Sven Kreuzer als Dev-Kumpel. Die sollte man auch nicht unterschätzen, die Bomben. Also man die Flugabwehr. Alter, verstehe ich auch nicht, warum die Cleveland so offensiv wäre. Für einen mehr eigentlich passiv, eher passiv. Okay, wollten wir treffen. Oh, hat sich wieder hochgehalten, okay. Naja. Dann bleiben wir mal also über hier in den Zeppelin anzufliegen. Ja, das Problem ist, dass zwei Gigaplätze sind und das Problem weiß man nicht, wann die Dinger aufhören. Tiefes, ich weiß nicht, ob das zu klug ist, was die Tiefes macht. Der fällt viel zu allein offensiv jetzt. Scheiße, die steht genauso hinter die blöde Insel. Kann ich die Mugabe nicht so anfliegen. Aber das ist der bessere Winkel. Ja, gewollt, 13k wieder. Ja, wie schön, wieder 10k reingedrückt. Das Problem muss mir bei denen extrem viel helfen. Hat ihn, die Tiefes hat ihn komplett alleine gelassen. Die hätten so die beiden Schiffe zusammenbleiben können. Ich weiß auch nicht, okay, die Mainz. Angeblich sagen alle, die Mainz wäre übelst krass, aber das Schiff persönlich selber. Also so immer krass finde ich dem Schiff persönlich nicht. Der Arsch ist echt liegen geblieben.
Das nenne ich mies. Alter, zweimal stehen geblieben. Alter, ist vorwärts und rückwärts gefahren. Der hat mich richtig getrollt. Also das war ja klar. Ich weiß auch nicht, die haben richtig gespielt. Die haben sich abgewartet und dann in den Gegner kommen lassen. Jo, alles klar. Ich setze die Liga-Feld und meine Flieger werden sofort instant abgeschossen. Ja, nee, ist klar. Ja, da haben die Gegner viel besser gespielt wie uns zurück. Die Tierpist hat irgendwie Haufen Mist gemacht. Die hätte lieber links bei den Kreuzer bleiben müssen. Ich weiß noch nicht. Alter, die hat nichts. Ja, war also klar. Das war auch klar. Die Tiefe ist ja auch alles klar. Ja, wie gesagt, die haben die Gegner einfach kommen. Also haben uns einfach kommen lassen. Sind einfach in. Alter. Ja, das war irgendwie auch abzusehen. Das ist ja klar, Ödland war, weil das letzte Schiff an links überlebt hat. Wir sagen, wünsche euch noch einen schönen Tag, noch einen schönen Abend und bis das nächste Mal. Tschüssi.